Der Titel Weg damit bezieht sich auf die aktuelle Ausstellung zwischen ausgedientem Neuen und Gentrifizierung. Das Thema Gentrifizierung beschäftigt mich schon seit Jahren. Ich habe diese Phänomene in Rom, in London ausgiebig studiert und hier in Berlin ist es zurzeit sehr aktuell, sodass ich an dem Standort Friedrichshain am Kater-Holzig hautnah und live mit dabei sein konnte, um diese Problematik und alle Facetten, die dazugehören, irgendwie mitzuerleben, mich inspirieren zu lassen, entsprechend Skulptur, Malerei und Grafik daraus zu kreieren. Gentrifizierung verändert nicht nur das Stadtbild, es beeinflusst auch unsere Trauerkultur. Alte, traditionelle Friedhöfe werden geschliffen, das heißt, sie werden umgewidmet, um Wohnraum und Spielplätze und urbane Lebensräume zu schaffen. Damit geht die traditionelle Beerdigungs- und Trauerkultur einen anderen Weg. Es wird anonymer, es wird digitaler. Die Leute werden anonym auf Wiesen beerdigt und QR-Codes weisen, eventuell, falls man technisch in der Lage ist, diese abzurufen, auf deren Leben hin. Die Anonymität greift dadurch aktuell um sich. Das Konzept des Kater-Holzigs, die ehemalige Bar 25, die sich in einer alten Seifenfabrik am Spreeufer etabliert hat, verkörpert eine neue Lebensform. Hier auf diesem Bild Spielwiese zeige ich eine weitere Facette der Gentrifizierung. Jede Verdrängung, jede Veränderung birgt auch was Neues. Und das können wir hier in Berlin jetzt schon sehen. Neue Formen von Leben, von kreativer Gemeinsamkeit, was in den nächsten Jahren hoffentlich noch mehr zu sehen sein wird.